So, meine Lieben, danke wieder fürs Zusehen. Es geht weiter mit Hogwarts Legacy. Viel Spaß beim Zusehen. So, da ist der. Schauen wir mal. Hallo, Lucan. Ich wollte über die gekreuzten Stäbe sprechen. Ah, sieh an, wer wieder da ist. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Naja. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Oh, ich habe so keinen Bock da drauf, ne? Mann, Mann, Mann. So ein Scheiß. Schaut dem Sieger aus. Descendo. Ah, das war's noch meiner Bitte. Der Zauberstab. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Oh, ich hoffe, du kommst wieder. Halt die Fresse, ey. Nochmal so einen Scheiß machen, ey. Kotzt mich das an. Ja, und jetzt, wo ist die Person hier hin? Bist du behindert oder was? Meine Güte, ey. Nochmal den Scheiß. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Eigentlich nicht. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ach, Mann, ey. Protego! Akio! Hä? Fick dich, ey. So, warte. Okay. Sehr gut gemacht. Levioso! Sehr schön. Levioso! Dann beim nächsten Mal. Das war interessant. Ja, bitte, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Ausgezeichnet! Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Scheiß auf Duell. Dreck. So. Aufträge. Was machen wir jetzt? Oh, nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Benötigte Stufe 3 bin ich ja, ne? Was soll man machen, Jungs? Mädels. Machen wir erstmal 2 Runden die größte Stäbe gewinnen. Machen wir das erstmal fertig. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an?
Boah. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Anstrengend. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Was sind das? Die Synchronisationsstimmen sind voll ekelhaft, Alter. Levioso! Akio! Lobotego! Das kannst du doch besser! Akio! Confringo! Rotego! Defindo! Levioso! Levioso! Akio! Ja, fertig, Junge. Motego! Confringo! Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Scheiß Duelle, ey. Gib mir das auf den Sack, du. Aufgabe erledigt. Der Weg ist lang. Seele hilft, wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen... Halt die Fresse. Die nehme ich zumal später. Oh, da oben ist was. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen. Rivelio. Und sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. So, das nehmen wir gleich mit. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ach, das ist ein Witz. Dieses... Ich sag dazu nichts. Das ist einfach zu einfach. Gut gemacht. Du kannst im Dunkeln sehen oder Rätsel lösen, für die zusätzlich nicht benötigt wird. Ja, okay, warte. So, ich brauche das Feuer. Was brauchen wir nicht? Soll ich gleich den austauschen, oder? Ja, der ist schon interessant. Den tauschen wir erstmal den aus. So. So, und jetzt? Incendio! Oh, geil! Incendio! Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Halt die Schnauze. Ob mir eine freundliche wieder, Seele hilft.
Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche Sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. So, das war's dann schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal sehen, wie die Reise weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da. Auf Wiedersehen.